Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute ist also Samstag, wo die eigentlichen Festungstage beginnen, Samstag und Sonntag. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie auch mit dabei sein wollen. Wie Sie sehen, habe ich hier die mobile Film- und Audioausrüstung, weil es heute hier rund geht. Ja, neben mir begrüße ich den Oberstleutnant Kajak, der heute auch so ein bisschen Regie hier führt. Was erwarten Sie vom heutigen Tag und was erwartet Sie am heutigen Tag? Ja, vielleicht erst eine Präzisierung. Regie, das sind in erster Linie die Herren Rüdiger Stefanik und natürlich Christian Schieber, der Hausherr. Die wir nachher auch noch vors Mikrofon und vor die Kamera holen. In diesen Gemäuern hier. Aber ich werde diese beiden Kameraden hilfreich und mit ganzer Kraft unterstützen. Und gemeinsam werden wir diese Sache hier über die Bühne ziehen, die von der Organisation ja doch ziemlich anspruchsvoll ist. Und naja, wir werden sehen, wie wir das hinkriegen auf alle Fälle. Und vor allen Dingen erwarten wir, dass wir die Magdeburger hierher locken können und dass möglichst zahlreich die Magdeburger sich dieses Fest hier anschauen und mitmachen. Denn es geht ja uns in erster Linie darum, deswegen ja auch Festungsfest, um die Festungsgeschichte, die Geschichte der Stadt überhaupt. Jetzt muss ich mal dazwischen funken. Wir dürfen uns nicht so lange bei der Vorrede aufhalten, weil gleich geht's los an der Lukasklause. Wir müssen nämlich noch rüberlaufen, da geht das Exerzieren und das Böllern los. Das wollen wir natürlich nicht verpassen. So, wir können ja nachher noch mal fortsetzen, die Details. Also, liebe Zuschauer, gleich geht's weiter an der Lukasklause. Das Gewehr, die Schulter! Meine sehr verehrten Damen und Herren, die fünften Festungstage bei tollem Wetter. Und da freuen wir uns natürlich, dass wir natürlich auch, wenn wir Sie heute ab Mittag begrüßen dürfen in der Festung Markt, natürlich auch tolles Wetter mit rüberbringen, sodass wir zwei tolle Tage, eine tolle Veranstaltung haben werden. Zu den Veranstaltungszeiten möchte ich gerne den Hausherrn der Festung Markt zu mir bitten, der Christian Zibor, der Ihnen ganz kurz das Programm der Veranstaltung am heutigen Tag bzw. für morgen kurz darlegen wird. Wir werden im Anschluss an die Zeremonie gemeinsam rüberlaufen zur Festung Markt. Dort erwartet Sie ein buntes Programm für die Familien, für die Kinder. Wir haben keine Hüpfeburg, sondern eine Hüpfefestung natürlich aufgebaut. Es gibt eine große Fotoausstellung in den oberen Gewölben. Wir haben Vorträge vorbereitet in den gerade fertiggestellten Konzertsaal der Festung Mark. Natürlich wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. Schwein am Spieß ist dabei, eine Feldküche, das Ganze dann so um die Mittagszeit, Kaffee, Kuchen.
Dankeschön, Christian Zieber. Und ich denke mal, dass es auf jeden Fall interessant sein wird, hier am heutigen Tag und natürlich auch morgen vorbeizuschauen. Ja, der Veranstalter der 5. Festungstage, der Kultur- und Heimatverein Magdeburg. Und da möchte ich gern das Mikrofon an die Vorsitzenden übergeben. Und da bitte ich ganz kurz die Karin Meinecke zu mir, die für Sie ein paar Grußworte vorbereitet hat. Und wir freuen uns. Ja, liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger, liebe Gäste der Stadt Magdeburg und auch liebe Festungsfreunde. In fast allen europäischen Ländern gibt es heute noch fast vollständig oder auch total erhaltene Teile von Festungsanlagen. Sie zeugen eines historischen Erbes und stellen im vereinten Europa ein verbindendes Kulturgut dar. Diese historischen Anlagen für die Nachwelt zu erhalten, muss daher erklärtes europäisches Ziel sein. Von der Festungsstadt Magdeburg hieß es 1837, es ist die erste preußische Stadt, preußischer noch als Berlin. Heute begegnen uns diese bis in die 30er Jahre entstandenen Bauten als Forts, Ravelins, Türme, Kasematten oder Kasernen. Wir teilen die Auffassung unseres Oberbürgermeisters Dr. Lutz Trümper, dass für Magdeburg eine besondere Verpflichtung darin besteht, sich für den Erhalt und die Nutzung der noch vorhandenen Bausubstanz der Festungsanlagen zu engagieren und das damit verbundene Potenzial im Rahmen der Stadtentwicklung und Vermarktung stärker zu nutzen. Danke allen Förderern für ihr Engagement für den Erhalt und die Präsentation der Festung Magdeburg. Für die 5. Festungstage wünsche ich allen Organisatoren und Mitwirkenden gutes Gelingen und allen Magdeburgerinnen und Magdeburgern und ihren Gästen viel Spaß und gute Unterhaltung. Dankeschön, Karin Meinecke, Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins Magdeburg e.V. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine solche Veranstaltung ist natürlich nichts ohne eine Schirmherrschaft. Und da freuen wir uns, dass wir hier den Schirmherrn unserer 5. Festungstage heute recht herzlich begrüßen und möchte sozusagen das Mikrofon an Dr. Rüdiger Koch übergeben. Vielen Dank, Herr Dreves. Ich begrüße die Traditionsvereine, die Major Pechel, den alten Dessauer. Herzlich willkommen hier an der Lukasklause, eine Festungsanlage, die im Kontext steht der anderen Festung, sei es Maybachstraße, sei es natürlich die Festung Mark, Kavalier Scharnhorst und andere. Die Stadt, unsere Stadt, die geprägt war über Jahrhunderte durch die Festungsanlagen, die am stärksten befestigte Stadt Preußens, eine der am stärksten befestigten Städte Deutschlands. Die Festungen haben die Situation der Stadt nach außen, aber auch nach innen geprägt. Die Festung Mark, zu der wir gleich rübergehen werden, wurde 1864-65 vor den historischen Mauern der Stadt als Defensionskaserne errichtet, hatte danach eine vielfältige Geschichte. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges diente sie auch der eigentlichen Nutzung und danach Arbeitsamt, Gesundheitsamt, Kleinbetriebe haben dort Einzug gehalten und heute ist dort eine Kultureinrichtung. Wir haben also aus einer Festung eine Kulturlocation gemacht. Ich möchte allen, die heute hier nach Magdeburg gekommen sind, danken. Das ist schon ein wunderbares Bild. Der alte Dessauer an meiner Seite zu sehen, das ist für mich eine große Ehre, der einen hohen Anteil hatte natürlich am Aufbau der Festungsanlagen. Und es ist eine ganz große Freude für mich, meinen Vorgänger, den unerreichten Otto von Guericke, bei mir zu wissen. Und ich möchte jetzt das Wort übergeben mit einem Dank nochmal an alle, die diese Veranstaltung organisiert haben, die hierher gekommen sind, die einen Anteil daran nehmen, uns in diese ja, bedeutende Epoche der Stadt auch wieder hineinzuversetzen. Dem möchte ich auch nochmal Dank sagen und möchte an Otto von Guericke, den ich immer wieder treffe bei so zahlreichen Veranstaltungen im In- und Ausland, der nach wie vor ein großer Botschafter ist, wie die Otto von Guericke Gesellschaft insgesamt für unsere Stadt. Ich möchte Otto von Guericke jetzt das Wort geben und er wird weiter sozusagen auch die Stadt heute und in Zukunft auch im Außenbereich würdig vertreten. Lieber Otto von Guericke, es ist mir eine große Ehre. Ich bedanke mich ganz herzlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Hausherr dieses Anwesens hier möchte ich Sie ganz herzlich heute hier begrüßen. Es ist eine Augenweide zu sehen, wie die langen Kerls und die anderen Uniformierten alle brav und genau und richtungsweisend dastehen. Das ist preußischer Drill.
sagte man früher. Aber wie gesagt, in meiner Zeit, vor rund 380 Jahren, am 2. Mai 1632, habe ich einen geometrischen Grundriss der alten Stadt Magdeburg dem Rat der Stadt eingereicht zum Wiederaufbau. Dieser geometrische Grundriss, der als Stadtplan weiterhin in Bezug steht zu unserer Stadt, ist angenommen worden und ich wurde seitdem als Bestalter, Festungsbauingenieur, als Bauherr, als Stadtkämmerer und letztendlich dann später über 30 Jahre als Bürgermeister vom Rat der Stadt ernannt. Ich war 50 Jahre Ratsmitglied hier an dieser Stelle. Da steht da der Welsche Turm, der heute noch Trotz bietet all den Angriffen, die gegen die alte Stadt Magdeburg seinerzeit durchgeführt wurden. Und er hat nicht nur den 30-jährigen Krieg überstanden, sondern auch den letzten, der genauso schrecklich war. Hier diese Mauern, das neue Werk, so hieß es damals, steht heute noch. Und wie gesagt, die Grundfesten dieser Mauern sollen bedeuten, dass Magdeburg nach wie vor in der Geschichte Deutschlands eine große Rolle spielt und auch in der Geschichte der Forschung und auch in der Geschichte der Innovation und all dieser Dinge, die auch ein Otto von Guericke vorangetrieben hat. Und nicht umsonst trägt unsere Universität den Namen Otto von Guericke, einen der besten Naturwissenschaftler, den Deutschland hervorbringen konnte. Ein Universalgenie wird er allseits benannt. Und dieser Standort Magdeburg, dem er immer selbst treu geblieben ist, seiner eigenen Heimatstadt, der sollte auch erhalten bleiben. In Forschung und in Lehre und in all den Dingen, die wir vor uns haben und nicht gekürzt werden. Und in diesem Sinne wünsche ich auch der Veranstaltung, dass sie innovativ vorwärts schreitet und das Alte bewahrt und das Neue entgegeneilt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Oh, pardon. Ich wollte nicht vergessen, dem Gouverneur, seiner Exzellenz, möchte ich sagen, dem alten Dessauer, ganz herzlich das Mikrofon übergeben und ihn begrüßen in den alten Mauern der alten Stadt Magdeburg. Ein Dessauer, der nach Magdeburg gekommen ist. Ja, lieber Otto von Guericke, ich bedanke mich recht herzlich. Wären wir 300 Jahre zurück, bräuchte ich keinem erklären, wer ich bin. Heute ist das etwas anders, deswegen sage ich euch, wer ich bin. Ich bin Fürst Leopold von Anhalt, der Gouverneur dieser Stadt. Leider haben wir uns nie kennengelernt, weil er ja 1688 schon nach Hamburg musste, sollte, wollte. Und ich 1701 bis 1747, das heißt also, ich bin schon tot, keine Angst. Hier Gouverneur war. Kann sie rechnen, wie viele Jahre sind das? Vergiss es, 45. Was ich allerdings von dem Magistrat jedes Jahr bekommen habe, dieses Jahr leider nicht. Wahrscheinlich ist das auch durch die Jahrhunderte vergessen. Wo bleibt mein Lachs? Näheres, Längeres, weil ja alle hier stehen müssen, machen wir hier nicht, ich nicht. Alles Quacksalberei. Sondern das machen wir dort, wo wir unser Feldlager aufgebaut haben. Das heißt also, jeder hat dort vorbeizuschauen. Und die Kerls, die über 1,88 sind, 6 preußische Fuß haben, bleiben dann gleich bei uns. Regimenter, bitte ich, sich vorzubereiten, jetzt alle aufpassen und erteile Feuer! Wow! Na und? Alles noch dort, wo es vorher war? Ja. Das ist in Ordnung. Möchte der Otto von Guericke noch was sagen? Nicht unbedingt. Gut. Dann haben wir noch eine Überraschung. Da hinten steht das erste anatolische Artillerieregiment. Und mit dem Böllerschuss ist das 5. Festungsfest Magdeburg eröffnet. Thank you.
So, wir sind wieder in der Festung Mark angekommen und wie nicht anders zu erwarten, stürmen die Soldaten nach dem anstrengenden Exerzieren erstmal die Theke. Und während die Soldaten die Theke bevölkern, werden wir mal ein kleines Interview mit dem Feldmarschall führen. So, wir haben Sie ja vorhin schon als alten Dessauer kennengelernt. Wie kommt man zu diesem Hobby und ja, wieso sucht man sich gerade den alten Dessauer aus? Ich gehöre eigentlich zur Potsdamer Riesengarde. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich kein Grenadiergardemaß von 6 preußischen Fuß. Die wollten mich aber unbedingt haben. Da haben sie gesagt, du bist also unser Feldmarschall. Das war 1995. Dann haben wir ein Jahr lang recherchiert, was hat denn der getragen, weil das beim Dessauer nicht ganz einfach war. Dann hatte ich 96 die Uniform, aber noch keine Ahnung. Jetzt habe ich schon die zweite Uniform und auch mehr Ahnung. Aber um zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß von der Geschichte. Zwischendurch zur Weiterbildung gewesen, wegen der Ahnung. Nein, wenn man das ernsthaft machen will, muss man sich mit Geschichte dann befassen. Nicht nur mit preußischer, weil der Dessauer ja 3 preußischen Königen diente, also ist die Spannweite sehr groß, gerade bei dem. Das Schöne ist halt, dass man als Feldmarschall und als Fürst vollkommen frei ist. Also, wenn man mit den Honorationen heute gegenübertritt. Aha, also die anderen dürfen nicht reinreden. Ja. Kann man so sagen. Denn? Es war ja nur der König, der mir reinreden konnte. Wo ist heute der König? Müsste nach Holland. Und der war weit weg. Das ist immer amüsant, wenn man mit Ministerpräsidenten oder zusammentrifft, weil das kennen die nicht, dass die mal wieder was kriegen. Wie viel Zeit kostet solch Hobby? Wie oft treffen Sie sich? Und ja. Also die Riesengarde, die ja nicht nur regional in Potsdam gebunden ist, wir haben so zwischen 70 und 80 Auftritte im Jahr. Auch weltweit, also für Botschaften oder für Regierungen oder je nachdem, wer sagt, die holen wir uns. Aber da, nie mit gesamter Stärke, sondern auch an verschiedenen Wochenenden trennen wir uns, die einen da, die anderen da, weil wir die Stärke nicht gerade sagen, wenn ich jetzt sagen wir das mal überschlage, 70 bis 80 Mal im Jahr heißt zweimal die Woche. Ja. Ja. Und das sind natürlich auch kleine Auftritte dabei, Empfänge, mal Spalier stehen oder so, aber trotzdem, bis der dorthin ist, bis der sich angezogen hat, wieder umgezogen ist, ist für den immer, meistens läuft es ja abends nach Feierabend. Also die Wochenendsachen wie jetzt hier, die machen wir natürlich honorarfrei. Die anderen machen wir gegen Honorar, weil die Ausrüstung muss ja bezahlt werden. Das kostet ein Schweinegeld. Gehört das zu den militärischen Geheimnissen, wenn ich jetzt frage, wie viel spielt das etwa ein? Das spielt so viel ein, dass wir immer, wenn wir in der Vereinskasse, das ist alles Vereinseigentum, Vorhaben in Gang setzen wollen, wie zum Beispiel, dass die Grenadiere alle das Original-Schuhwerk bekommen. Dann kostet das Paar Schuhe, paargleiche mit einem Leisten, heute, wenn das einer anfertigt, 480 Euro. Wenn man einen gefunden hat, der es kann. Wollte ich gerade sagen, vermutlich so, alles Handarbeit. Der Grenadier-Schütze kostet 1800 Euro, also der hohe Hut. Ein Vorderladegewehr mit unserer Länge, weil es die nirgendwo gibt, weil die Überlänge hat, 1,53, kostet auch so um die 2500 Euro in Einzelteilen. Also. Und das ist alles Vereinseigentum, weil das die Jungs gar nicht zahlen könnten. Also ungefähr plus minus null, was da rauskommt. Naja, also das ist ja dann auch so, dass wir im Fundus bei uns natürlich dann auch Werte schaffen. Wie die Zelte zum Beispiel. Oder das sind ja Werte, die geschaffen werden. Aber wir sind ja ein eingetragener gemeinnütziger Verein, da ist nichts mit Gewinnen. Und das, was wir brauchen, das geht für Transfer, Busverbindungen oder mal ein Fass Bier oder eben für Ausrüstung, Uniformierung, Bewaffnung drauf. Gut, dann wünschen wir für die Zukunft viel Erfolg und natürlich auch Spaß mit dem Verein. Naja, Spaß, das ist Dienst, ne? Wenn ich jetzt behaupten würde, es wird Spaß machen, dann lacht er mich aus. Na, ein bisschen Spaß macht es schon, oder? Klar macht es Spaß, aber ich bin ja auch ein Fürstenfeldmarschall. Mir macht das mehr Spaß als ein Grenadier, ne? Während der steht, kann ich rum und kann die Leute anquaken. Wenn der König da ist, benehme ich mich auch, aber sonst bin ich ja frei. Also das ist schon ein Unterschied. Also sagen wir es so rum. Mir macht es mehr Spaß als Kalle, als Grenadier. Okay, also schon lang. Nichts zu danken. Ja, das waren also die Sorgen eines Feldmarschalls.
Im Festungshof kann man derweilen beobachten, was die Soldaten treiben, wenn der Feldmarschall nicht auf sie aufpasst. Da wollen wir aber nicht weiter stören, sondern das nächste Interview vorbereiten. Ja, Sie sehen so aus, so ein bisschen wie so ein bewaffneter Metzger. Ist das richtig? Nein, oder? Nein. Das ist Waffenpflege. Da muss man sich ein bisschen, dass man nicht so schmutzig macht, da hat man ein paar Handschuhe an und dann wird das sauber gemacht und dann wird der auch ein bisschen dreckig. Der ganze früher Dreck. Waren die Waffen ein bisschen schmutziger, weil man viel direkt mit Schwarzpulver gearbeitet hat. Schwarzpulver frisst ja auch richtig. Das ist ja, wenn man das nicht vorher gleich sauber macht, dann ist das nachher schlecht wieder abzukriegen. Aha. Ja. Das ist vorhin benutzt worden, das hier? Ja. Aha. Ja. Haben wir, ja. Wir können das ja normal machen. Jetzt hier oder? Kein Problem. Darf man hier so ohne weiteres? Wir haben aber Genehmigung, dass keiner da zu Schaden kommt, dann machen wir das. Ja, wollen wir mal einen Probeschuss machen? Ja, können wir. Okay, dann halte ich das Mikrofon so lange und meine Jungs hier filmen die Details. Volker, nimm's mal hin, bitte. Ja, jetzt geht's los. Das Abbeißen der Patrone, akustischer Großaufnahme. Ja. Lärm erstmal schön. Kommt Schwarzpulver rein, ne? Ja. Eingesteckt. Ladestock. Bisschen verdämmt. Wieder hoch. Das müssen wir aber da weggehen. Schlimm, wenn man das so feststopft, oder? Das ist eine fette Dämmung, das ist besser. Aha. So, geladen. So, und dann können wir da abschießen. Kann losgehen, ja. Sehr schön, sehr schön. Wir bedanken uns für die Vorführung. So, ich setze mich mal jetzt zu Ihnen hier und drücke Ihnen auch das Mikrofon in die Hand. Ungefähr, wichtig ist die Richtung, so ungefähr vorm Mund halten. Aha. Ja, man könnte fast sagen, Sie sind eine Soldatenbraut. Ist das richtig so? Das kann unter Umständen sein. Also auch die Soldaten hatten Frauen und die sind auch mit dem Feldlager mitgezogen. Aha. Das Mikrofon ein klein wenig dichter ran. Ja. Ja. Kinder auch? Ja. Und sonst hätten sich die Familien ja auch viel zu wenig gesehen. Und Kinder waren ja früher bekanntlich etwas zahlreicher. Dann war eine ganz schöne Kinderschar mit dabei. Ja. Mhm. Und hier jetzt auch im Zelt mit übernachtet? Nein, ich nicht. Also das ist mir doch ein bisschen zu anstrengend. Gut. Ich arbeite in der Woche und dann brauche ich auch dann ein bisschen mehr Komfort. Hätte ich jetzt die nächste Frage gestellt, ob es kalt war heute Nacht oder ob sie jemand gewärmt hat. Ich habe es von den anderen nur gehört, dass es recht laut war. Laut. Die Kälte macht einem hier kaum was aus, weil wir haben Wolldecken, es schlafen auch einige auf Stroh, so wie es früher war. Und von daher ist die Kälte nicht das Problem. Schlimm ist es, wenn hier überall Krawall ist und noch zwischen den Zelten rumgelaufen wird. Da findet man dann eben wenig Ruhe. War das jetzt der Verkehrslärm oder lärmende, betrunkene Soldaten? Die Veranstaltung und die Studenten haben ja bis morgens um 6 noch gefeiert. Aha. Und das ist natürlich dann nicht so. Sonst wollte ich sagen, früher sind die Soldaten noch nicht vom Verkehrslärm geplagt worden, sondern bestenfalls vom Wiehern der Pferde oder so. Ja. Sie sind hier mit Näharbeiten beschäftigt. Ja. Hat das auch was mit hier dem Soldatentum zu tun? Weniger mit dem Soldatentum, weil das wird jetzt hier so eine Binde für den Hals. Also wenn man jetzt so ein schönes Hemd umhat, Weste und dann gab es eben auch diese Seidenbinden, die man sich umgetan hat. Und das kann sich natürlich kein einfacher Soldat leisten. Das sind Dinge, die man dann verkauft. In der Freizeit wird eben gehandarbeitet und das ist dann auch wieder so Broterwerb, so Nebenerwerb. Also Soldaten, Frauen, die Markethändlerin, haben sich dann mit Näharbeiten beschäftigt. Aus den abgetragenen Uniformen der Männer wurden die Kleider gemacht für die Frauen und für die Kinder. Wurde immer weiter gereicht, so wie das. Es wurde ja nicht zugeholt, heute ist es nicht mehr so üblich, aber so zu meiner Kindheit, wo es ein bisschen knapper war, wurde das ja auch innerhalb der Geschwister weitergereicht. Mhm. Und früher war das also ganz normal. Ja. Und wenn das Hemd nicht mehr so schön war, dann wurde der Kragen gewendet oder auch die Manschetten wurden neu hergestellt.
Sie wissen so relativ genau, wie das lief. Haben Sie sich da auch informiert, weitergebildet? Also gehört das mit zum Hobby dazu? Ja, wir haben einen Verein gegründet in Blankenburg, leben im 18. Jahrhundert. Und von daher befassen wir uns eben mit dem Thema Leben im 18. Jahrhundert. Also Blankenburg hier im Harz? Blankenburg im Harz, ja. Aha. Und wie oft treffen Sie sich so im Monat oder in der Woche? Also eher monatlich. Monatlich, ja. Von April bis November sind so Veranstaltungen. Da besuchen wir eben regelmäßig Feldlager oder wir richten selber eins aus. Also unser Feldlager wird in der zweiten Juniwoche sein, bei Blankenburg in dem kleinen Ortsteil Wörnicke. Mhm. Da erwarten wir so circa 60 Aktive. Das werden dann so auch Gefechte so ein bisschen nachgestellt. Und es gibt eben auch so ein gemütliches Lagerleben. Also doch eine etwas andere Art von Camping, aber letztendlich Camping. Also dieser Krug ist eben auch handgefertigt worden für unser Regiment. Das hat jeder seinen eigenen Krug mit Namenszeichen obendrauf und unserem Regiment. Füsilierregiment Jung Braunschweig, Prinz Friedrich Franz von Braunschweig. Also theoretisch kann das nicht vorkommen, dass einer des anderen Krug austrinkt. Nein. Und die Zelte wurden bei uns auch gemeinsam mit anderen Vereinen im Zeltworkshop nach historischer Vorlage genäht. Und praktisch kommt das doch vor, dass einer des anderen Krug austrinkt. Ja, wenn es dunkel wird, sieht man das halt ja nicht mehr so, zu wem es gehört. Na dann Prost. Prost. Okay, gut, dann wünschen wir Ihnen auch zukünftig dabei noch viel Spaß. Ja, danke schön. Und ja, dass alles gelingt, was Sie sich so vornehmen. Ja, danke sehr. Dankeschön. Während die einen sich brav mit Handarbeiten beschäftigen, genießen die Soldaten den Frieden und geben sich der Völlerei hin. Die unteren Dienstgrade langen kräftig zu und die höheren Dienstgrade löffeln brav ihre Suppe. Während die Band für musikalische Unterhaltung sorgt, schauen wir uns mal das weitere Angebot an. So, wir sind jetzt hier an einem Stand, wo es alle möglichen Sorten Wein gibt. Und vor uns haben wir den Verkäufer, der stellt sich am besten mal selber vor. Ja, hallo, erstmal herzlich willkommen bei uns hier an unserem Stand. Wir sind in Vino Veritas. In dem Wein liegt die Wahrheit. Ich selbst bin Victor, vertreibe den Wein meines guten Freundes, fast schon Familienmitglied Wieland Dorn, der den Wein aus eigener Hand herstellt in Brandenburg. Und ich würde Ihnen gerne eine kleine Rundtour geben von unseren beliebtesten Weinsorten und unseren... Ja, das machen wir mal und das Ganze vielleicht auch unter dem Aspekt, was die Soldaten früher am liebsten getrunken haben. Was ich getrunken habe? Was die Soldaten am liebsten getrunken haben, weil wir hier in der Festung sind. Also dazu muss ich erstmal ehrlich sagen, die Soldaten sind noch nicht hier vorbeigekommen. Die sind erstmal rüber zum Wernesgrüner Stand gegangen. Die kommen vielleicht nachher nochmal rum. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Soldaten an was Ausgefallenem interessiert wären. Und da haben wir was ganz Besonderes, und zwar hier drüben haben wir den Hanfmet. Ist ein ganz spezielles Getränk auf Metbasis, sprich auf Honigbasis, angesetzt mit Hanf. Natürlich männlichen Hanf, nicht dem illegalen Hanf. Angesetzt, und das gibt dem Getränk eine angenehme Honigmilde und eine leichte Herbe durch den Hanf. Und ist so ein bisschen unser Spezialgetränk. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie irgendwo anders gesehen. Kann ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Das würde den Soldaten auch gut schmecken. Ja, was gibt's noch? Ja, was noch sehr, sehr lecker ist, kann sich bestimmt jeder auch was drunter vorstellen. Vielleicht mehr als beim Hanfmet. Holunderblütenfederweißer. Der steht da drüben mit der Breitseite, damit jeder den sehen kann. Den haben wir hier drüben. Der hat auch eine schöne gelbe Farbe. Ich zeige. Und wie der Name schon sagt, angesetzt mit Holunderblüten, gelben Holunderblüten. Hier schwimmen auch oben noch welche drin.
Und dann tut man immer noch ein bisschen Honig rein, um das abzuschmecken. Und macht da eine schöne Mischung draus. Und das hat so eine schöne Süße. Das ist ein klassisches Frühlingsgetränk, so würde ich es nennen. Und das schmeckt jung, alt. Jeder mag das. Wir haben auch für die Kleinen was dabei. Nichts Großes, aber ich denke, es gehört auch dazu. Einfach eine Mischung Saft. Ehrlich gesagt nicht selbst gemacht. Das ist einfach nur die Alternative für die Kinder. Was wir noch von den Weinen, die wir jetzt, weil wir das schon seit vielen Jahren auch machen, das Weingeschäft, die Weine, die Klassiker, die immer dabei sind, ist vor allem der schwarze Johannisbeerwein. Bei uns heißt er ganz einfach Schwarze Johanna. Vielleicht auch ein bisschen daran zu erkennen. Ja, wie soll man sagen? Also Leute kommen nach Jahren wieder, kommen an den Stand und sagen, bitte gib mir Schwarze Johanna. Sind hin und weg von dem Getränk. Es wird oft als süffig betitelt. Ich würde einfach sagen, es lässt sich gut trinken. Und das Schöne vielleicht auch an dem ganzen Wein, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich auch, natürlich muss ich kosten und abends trinke ich dann auch gerne mal ein Gläschen. Man kriegt wirklich keinen, sage ich mal, keinen Kater davon. Also es ist so schön und schwefelfrei, auch alles hergestellt aus Handarbeit, dass man am nächsten Tag auch keine Beschwerden mehr hat. Und das finde ich sehr angenehm an unserem Wein. Also wäre Wein aus schwarzen Johannisbeeren das Ideale, wenn man sehr viel trinken will? Dadurch, dass er sehr, also eher süß ist, muss jeder wissen, ich persönlich kann nicht so viel süß trinken. Also wenn man viel trinken möchte, sollte man vielleicht auf etwas, was nicht ganz so süß ist, zurückgreifen. Zum Beispiel den Sauerkirschwein. Den Sauerkirschwein, auch sehr lecker, nicht ganz so süffig, sage ich mal, aber es ist ein schöner, abgerundeter Wein. Nicht zu süß, nicht zu trocken. Schmeckt eigentlich auch jedem, der ihn probiert. Aber natürlich kann man auch viel von dem schwarzen Johannisbeerwein trinken. Gehen wir noch mal in die andere Richtung vielleicht. Unsere Spezialität in der trockenen Richtung, weil wir jetzt viele süße Getränke hatten, ist der Aronia-Wein. Die Aronia-Beere, die ursprünglich aus Osteuropa kommt, aus Estland. Die Weinkunde geht noch ein Weilchen weiter, aber wir wollen ja auch noch andere Stände besuchen. Und Sie haben vielleicht einen Grund, diesen Stand bei den nächsten Festungstagen selbst zu besuchen. Das sieht hier nach klassischem Setzerei-Handwerk aus. Erklären Sie uns doch mal, was das genauer ist. Ja, eigentlich ist es der klassische Buchdruck. Hier haben wir also einen Schriftkasten mit Lettern. Das ist eine Legierung, Blei, Antimon, Zinn. Und mit diesen beweglichen Lettern wird im Grunde genommen so ein Schild gesetzt. Aber das habe ich nun schon als Satz vorbereitet. Und jetzt heute zu diesem Anlass wird jetzt der Vor- und Zuname eingebaut. Und dann habe ich hier also schon mal einen Namen eingebaut. Und wenn ich jetzt mit der Handwalze die Farbe aufwalze, dann wird der Satz, der hier vorbereitet wurde, eingefärbt. Und nun müsste ich jetzt das Mikrofon aus der Hand legen. Ich kann es ja so lange halten. Den Abzug müsste ich jetzt mal so gerade auflegen. Sehen Sie, jetzt mache ich mir hier einen kleinen Winkel, damit ich das Blatt, was ich hier auflege, auch im rechten Winkel zu dem Satz einbringe. Lasse wieder los, nehme das alles schön weg. Und damit es ein bisschen besser druckt, lege ich eine Pappe drauf und ziehe dann den Zylinder über den Satz drüber. Dann habe ich den fertigen Abzug und den reiche ich jetzt mal so hoch. Sehen Sie, so habe ich jetzt hier einen Abzug gemacht mit dem Chef des Hauses, mit Herrn Schiebur, zufällig jetzt hier drin gemacht. Und somit habe ich jetzt also einen fertigen Abzug mit Namen. Und für die Kinder, die hier kommen und möchten mal so eine Erinnerung an den heutigen Tag, mache ich dann für den Namen und Vornamen entsprechend einen Abzug. Ja, und weil sich der Herr Schiebur sicherlich auch ohne an den heutigen Tag erinnern wird. Ich denke auch, ja. Gut. Aber es ist eine kleine Erinnerung. Für die Angestellten habe ich das auch schon gemacht. Da haben wir schon eine kleine Liste abgearbeitet und deshalb. Die Buchstaben hier sind vorgefertigt, soweit ja, ich ja, das die sehe. Sind gegossen, ja, also, ja. Also praktisch schon eine Vorrat gegossen, ja, setzt ja, man also gegossen. Nur zusammen. Das machen die Schriftgießereien. Das hat sich ja im 17. Jahrhundert, als der Gutenberg noch um 1440 seine
Drucksachen hergestellt hat. Da hat er ja die Buchstaben noch selbst gegossen. Aber das hat man dann im 17. Jahrhundert getrennt. Metallguss, Schriftgießereien und dann nur noch die Druckereien. Und hat das jetzt auch besonders was hier mit Festung zu tun? Oder? Ich weiß es in der Hinsicht nicht, ob nicht auch hier irgendwo was gedruckt wurde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Befehle und so, die hier in der Festung auch gegeben wurden, auch mal eventuell durch solchen Satz oder durch solche Drucksache erteilt wurden. Aber ansonsten hat das natürlich hier nun keine direkte Bedeutung zu dem Festungsanliegen. Ja, wenn damals auch schon Aushänge gemacht wurde, also ja, Quartier für die Soldaten oder ähnliches. Wurde das auch gesetzt und gedruckt, ja. Gut, ja, schönen Dank und nicht noch zu danken. Viele Interessenten hier. Danke, schönen Tag noch. Gut. Wir haben eben hier schon gesehen, einen Stand, der fast wie eine Bücherei aussieht. Um was geht es hier genauer? Ja, also ich bin der Vorsitzende der Fachgruppe Militär- und Garnisonsgeschichte in Magdeburg. Wir haben seit einem Jahr sind wir in Magdeburg präsent im Kultur- und Heimatverein und wir haben gleichzeitig im Internet ein eigenes Forum, weil wir die modernen Medien nutzen in Magdeburg. Und das heißt, hier entwickelt sich eine große Materialsammlung, aber auch eine große, breite Diskussion mit der Öffentlichkeit. Insgesamt 82 Mitglieder da schon drin, die fleißig mitarbeiten. Und hier heute bei den Festungstagen präsentieren wir einen kleinen Querschnitt von dem, was wir so machen und erarbeiten, auch Vorträge halten. Haben wir auch etliche CDs mit auf dem Tisch, die wir dann eben auch der Öffentlichkeit anbieten. Und gleichzeitig hier auf unseren Schautafeln unsere Arbeit in der Fachgruppe Militär- und Garnisonsgeschichte darstellen. Also wenn man so will, die Erschließung der Geschichte Magdeburgs so ein bisschen aus historischen Aspekten heraus, also militärisch, militärhistorischen Aspekten. Aus der militärhistorischen Gesichtspunkten werden diese Dinge eben dargestellt, aber wir erforschen auch sehr viel, nämlich wenn ich gerade an das Kriegsende denke oder den Luftkrieg, sind es unsere Aufgaben, die letzten Zeitzeugen auch noch zu erwischen und zu interviewen und die Informationen festzuhalten, damit sie der Nachwelt nicht verloren gehen. Denn die biologische Uhr tickt für jeden Menschen. Das heißt, Sie kriegen auch noch Sachen raus, die bislang gar nicht so bekannt waren. Genau, und hier kommt uns zugute, dass wir sehr große Kontakte haben, auch zu amerikanischen Militärarchiven. Einerseits Luftkrieg, aber auch Bodentruppen und so weiter, die damals hier 1945 auch Magdeburg eingenommen haben oder eben im Luftkrieg. Aber gleichzeitig auch von russischer Seite sind wir jetzt so weit, dass wir auch den Fuß in die Tür bekommen haben, zum Beispiel in ein russisches Militärarchiv in Podolsk, wo wir zum Beispiel auch an das erstmalig überhaupt an das an die große Dokumentation der ersten bielorussischen Front rangekommen sind. Also richtig jetzt zugänglich, Sie mussten sich nicht reinhacken. Nein, na gut, dank Internet ist vieles möglich. Ja, aber man muss natürlich auch wissen, wie man es macht, sonst klappt das nicht. Und jetzt liegt das Material auch schon in der Übersetzung vor, wird natürlich dann auch entsprechend aufgearbeitet. Und wir haben auch eine ganze Reihe russische Generalstabskarten für unsere große Region Magdeburg natürlich auch dort schon schöpfen können, um damit arbeiten zu können. Wir sind noch quasi die Pioniere und auch die Wegbereiter für zukünftige Arbeit in dieser Richtung. Ja, ja, das ist ein interessantes Hobby und wie ich rausgehört habe, werden es auch immer mehr interessant. Immer mehr und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, die Militärgeschichte zu präsentieren, da Magdeburg ja immer Garnisonsstadt auch gewesen ist, nicht nur Festung, aber auch Garnisonsstadt. Ja, und das war sie ja im Prinzip bis 1991, 92, 93, bis zum Abzug der letzten russischen Truppen dann letztendlich. Ja, und das darf man nie vergessen. Die Stadt war einerseits militärisch durch die Festung und andererseits profitierte die Stadt natürlich auch vom Handwerk und Gewerbe, was zum Beispiel für das Militär wieder produziert wurde. Tuche, Tabak und alles Mögliche. Ja, so. Und damit war natürlich auch der wirtschaftliche Aufschwung wieder gegeben, ja, auch wenn es für das Militär produziert wurde. Ja.
Ja, das ist eine sehr interessante Sache. Man kann manch einem, der so ein bisschen Interesse hat, durchaus raten, sich dann an Sie zu wenden und noch intensiver mitzumachen. Wir sind im Internet immer erreichbar, kann natürlich auch Mitglied in der Fachgruppe selber werden. Wir treffen uns einmal im Monat, ja, aber dann wird mehr Smalltalk gemacht. Ja, so, aber die eigentliche fachliche Arbeit, die wird im Internet gewährleistet. Ja, und einfach im Google eingeben, Militärgeschichte Magdeburg, man landet zwangsläufig auf unseren Seiten, die sind offen. Und wer mitmachen will, muss sich natürlich eintragen als Mitglied, ist ganz unkompliziert und kann auch voll mitmachen. Denn oder ganz einfach über die Website des Kultur- und Heimatvereins, dann kommt man ja auch hin. Genau, und die bereiten wir jetzt vor, damit wir das auf der Website Kultur- und Heimatverein ja auch mit reinkriegen. Okay, besten Dank für die Informationen. Ich bedanke mich auch. Gut. Während wir uns im Inneren der Festung umschauen, läuft draußen noch ein besonderes Angebot für die Besucher der Festungstage, nämlich eine Stadtrundfahrt mit Erklärungen von Oberstleutnant Kajak. Die Fahrt führt zu einigen der schönsten Stellen Magdeburgs und natürlich zu den in den letzten Jahren restaurierten Festungsanlagen. Man hat sich hier Pariser Straßen zum Vorbild genommen, dass die Breite der Straße im Verhältnis zur Höhe der Häuser. Nach knapp 2 Stunden geht die erlebnis- und lehrreiche Fahrt am alten Markt zu Ende und wir wenden uns wieder dem Geschehen in der Festung zu. Wir sitzen hier in einer Stube. Ja, ist das eine Soldatenstube oder was haben wir hier im Umfeld genauer? Nein, wir sitzen hier in einer Bürgerstube. Die Soldatenstube ist ein Gang weiter. Im gleichen nächsten Gewölbe haben wir eine Soldatenstube. Hier ist eine Bürgerstube. Wir wollten ja in diesem Jahr besonders auf das Leben in der Festungsstadt aufmerksam machen. Also nicht nur Festung, Festungsleben fand nicht nur militärisch statt, Festungsleben. Es gab auch zivile Personen in der Festung. Normale Menschen, die auch mit der Festung gelebt haben, die mit dem Militär gelebt haben, die mit den Soldaten gelebt haben. Teilweise, es gab ja noch nicht viele Kasernen. Wir sind zwar hier in einer Kaserne, aber die wurde ja erst ziemlich spät gebaut. Das Militär, die Soldaten haben mit den Familien zusammen gelebt und gewohnt. Deswegen war es uns wichtig, auch die Wohnsituation darzustellen. Wie haben die Menschen gelebt in der Zeit? Die haben eng gewohnt, wir haben noch recherchiert, wir haben viele Quellen dort aufgesucht und haben die durchforstet, um das rauszukriegen. Es gibt ja auch nicht viele Fotos, weil war natürlich nicht das Thema der Fotografen. Ja, Zwischenfrage mal. Ja, bitte. Da steht ein Bett, wie viele haben da drin geschlafen? Es war so sogar, dass sich die Betten, die wurden quasi gar nicht kalt. Es gab Heimschläfer, die Soldaten haben in die warmen Betten sich gelegt von den Leuten und dann zwischendurch gab es auch noch Schläfer, die sich eingemietet haben bei den Leuten. Es wurde also im Rundumbetrieb um die Betten. Die Anartschichtbetrieb. Die Anartschichtbetrieb, genau. Es wurden ständig die Betten warm gehalten, indem die Leute sich da quasi ausgewechselt haben, eingewechselt haben. Es war also unheimlich eng. Es haben viele Personen auf engem Raum gelebt, in kleinen Wohnungen. Und manchmal standen sogar mehrere Betten in dem einen Raum, den es gab, den es zur Verfügung gab. Und es haben große Familien, die Familien waren natürlich noch größer als in der heutigen Zeit, haben zusammengelebt und noch, wie gesagt, Soldaten und auch noch sogenannte Heimschläfer beherbergt. Und das auf engem Raum in der Festungsstadt. Wegen der bescheidenen Audioqualität werden wir uns hier erstmal ausblenden und uns anderen Ereignissen widmen. Den Herrn Stefanek holen wir uns in einer späteren Sendung nochmal vor die Kamera. Oh,
Festungshof herrscht weiterhin buntes Treiben. Aber große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ja, danke schön. Jetzt haben wir uns noch einen schönen Titel rausgesucht, ja, einen Filmtitel. Ach so, die sind alle schon tot, Leute, die sind alle schon tot. Ja, mein Lieblingsschauspieler, da bin ich richtig traurig, aber trotzdem hat er ein ganz tolles Lied hinterlassen und natürlich auch einen tollen Film. Und wenn Sie das hören, sagen Sie natürlich gleich, Patrick Swayze. Ach, tot. Every time of my life, no, I never said before. Yes, I swear, it's a stream. Ja, wir sagen noch einen schönen Abend hier heute in der Festung Mark. Der Bockbier-Anstich wird angekündigt. Danke, danke an dieser Stelle. Verhandelt, und zwar durften Sie draußen Zeuge sein, wie sozusagen hier die Schüsse aus den Gewehren abgefeuert wurden. Und jetzt sozusagen wird es hier drinnen nochmal vollzogen. Also es wird einmal kräftig laut werden. Ja, Feldmarschall erwähnt das Fass und schon gehen die Pforten auf, ne? Ich habe da gefragt nach der Bezeichnung. Also, es kann ja sein, dass er gerne überbrückt, aber das ist jetzt keine Überbrückung mehr, sondern das ist Verabredung zur Unbotmäßigkeit, da kommt ja das was. Die schießen natürlich erst nach dem Anstich. Oder glaubt ihr, die arbeiten vorher nochmal? Der Feldmarschall bin ich, das ist der Herr Major. War das sein letzter Arbeitstag, will er das? So, Kerls, ihr habt gehört, die Gläser rumpeln. Wo ist die Marketenderin? Marsch hier! Das ist ja sozusagen, das ist ja richtiges Festungsbier, was also gebraut wurde. Und ja. Diese hat, ist es obergärig, ist es untergärig, ist es süffig? Sage was. Natürlich ist es erstmal süffig. Also hallo erstmal. Ist ein untergäriger Weihbock. Passen natürlich zum Monat. Bleib ruhig stehen, Kerl. Jawohl. Ja, also Maibock, wie gesagt, machen wir heute einen Anstich. Untergärig, sehr süffig, bernsteinfarbend, hat 6,7% Alkohol. Ja, ist ordentlich, ne? Da gehen ein paar Gläser von. Würde ich sagen, legen wir los. Genau. Wissen die direkt? Wer wird denn richtig? Jawohl. Ja. Ah. Jo Lipton! Jo Lipton! Ich bin der Soldat. Jo Lipton hört dich. Feuer bereit? Ich werde laden lassen. Lass er laden, bleib auch bei mir und hab keine Angst. Das wird doch nicht jetzt fertig werden. Mit der rechten Hand an das Gewehr. Gewehr. Lass mal probieren. Hoch! Lüftet die Batterie! Die Batterie ist gut! Pulver auf die Pfanne! Fließe die Pfanne! Links winkend das Gewehr zur Ladung! Die Batterie ist in den Lauf! Gebet, Feuer! Ab! Hahnenruf! Schüttel gutes Bier, den Veranstaltern ein Dankeschön, den Besuchern ein großes Dankeschön. Die Magdeburger müssen eben einfach früher aufstehen. Wenn der Bürgermeister irgendwann mal auftaucht, will ich meinen Lachs und meine 4000 Taler, dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Ja, wenn die Welt wieder in Ordnung ist, dann können wir diesen Film auch mit einem guten Gewissen abschließen und glauben, dass alle Gäste, die sich hier eingefunden haben, ihren Besuch nicht bereut haben.